Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 5 Tage bis Ostern. Heute schauen wir auf Elisabeth. Gestern war Johannes der Täufer dran. Sie ist seine Mutter. Sie stammt aus dem Geschlecht Aarons, dem Bruder von Moses und Mirjam, von dem die jüdische Priesterschaft abstammt. Ihr Name leitet sich auch vom Namen von Aarons Frau Elisheba ab. Steht im 2. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 23 und bedeutet: Mein Gott ist Fülle, Vollkommenheit. Vollkommenheit und Fülle hat in ihrem Leben lange gefehlt. Es war etwas, was sie nur im Glauben annehmen konnte, aber jeder, der ihr Leben damals angesehen hat, hat auf den wunden Punkt, auf die Unvollkommenheit gedeutet. Mit Worten oder auch mit Blicken. Du hast kein Kind. Sie war eben verheiratet mit dem Priester Zacharias und sie waren kinderlos und nicht nur das, sondern eben schon alt und kinderlos. Und da denken wir vielleicht wieder an die Sarah, an Rebekka und Hannah und die anderen Frauen, von denen wir gehört haben im Countdown. Zacharias betete jahrelang um Nachwuchs. Menschlich gesehen war es allen Beteiligten klar, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Aber das alte Ehepaar betet weiter und sie flehen weiter zu Gott. Schließlich kommt die Erhörung des Gebetes und Gott schickt einen Engel, um es Zacharias zu verkündigen. Doch der glaubt den Worten des Engels nicht und spricht nicht nur seine Zweifel aus, sondern will auch indirekt noch eine Bestätigung haben. Was, wie soll er das glauben? Naja, man könnte meinen, dass eine Engelserscheinung, ist das nicht schon Wunder genug? Ist das nicht schon übernatürlich genug? Aber scheinbar nicht. Er kann es nicht glauben und da verschlägt es ihm wortwörtlich die Sprache. Gott sagt dem Priester, du sprichst nicht mehr bis zur Zeit der Geburt. Also 9 Monate schweigen und sich ganz auf Gott ausrichten. Ohne den Dienst im Reich Gottes tun zu können, ohne Gottesdienst halten zu können, schweigen, vor Gott Zeit verbringen. Und nun im 6. Monat der Schwangerschaft, da besucht Maria die Elisabeth. Sie sind ja miteinander verwandt. Maria hatte da auch gerade eine Engelserscheinung gehabt. Und noch bevor die beiden sich begrüßen können, ihr wisst das von gestern noch, da hüpft das Kind in Elisabeths Bauch vor Freude. Sie weiß, so weiß Elisabeth, dass Maria den Messias unter ihrem Herzen trägt. Aber nach der Geburt taucht sie im Neuen Testament nicht mehr auf. Was wird sie wohl von dem Werdegang ihres Sohnes gehalten haben? Auf jeden Fall ist Elisabeth Zeugin des Advents, ist lateinisch und heißt Ankunft. Sie ist eine der ersten Zeuginnen der Ankunft des Sohnes Gottes in unserer Welt. Wie ist das für uns? Wie erleben wir es praktisch, das Ankommen des Sohnes Gottes, der Gnade, das Dasein des Immanuel? Wie erleben wir sein Eingreifen und noch mehr, wie reagieren wir darauf? Wischen wir es beiseite? Können wir es nicht fassen? Und dazu eine andere Geschichte, wie Menschen reagiert haben, als Gott eingegriffen hat, und zwar sichtbar, spürbar eingegriffen hat, der Gott, der in unsere Welt eintaucht und sich einlässt auf unsere Welt. Da saß nämlich Petrus im Gefängnis und sollte wie Jakobus getötet werden. Als die Nacht hereinbrach, da beteten sie im Haus weiter für Petrus. Soll der geliebte Bruder im Herrn wirklich sterben? Petrus wurde befreit und machte sich direkt auf, um zu den Menschen zu gehen, die im Haus gemeinsam beten.
Als er an die Tür klopft und um Einlass bittet, da erkennt die Magd Rodo seine Stimme, vergisst aufzumachen, kehrt um, rennt zu den Geschwistern. Und wie reagierten die treuen Beter? Sie erklärten Rodo für verrückt. Und erst als sie Petrus dann sahen, waren sie komplett außer sich. So steht es in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, Abvers 6, 6 bis 17. Vielleicht auch lohnenswert zu lesen in den 15 Minuten nachher mit Jesus. Auf jeden Fall, Jesus ist gekommen, er ist da, um bei uns zu sein, um uns zu erlösen, uns zu retten, zu heilen. Und dass sein heilsames Wirken zu uns, in unser Leben sichtbar wird. In der Passionszeit denken wir daran, dass das ihn, den Sohn Gottes, alles gekostet hat. Und daran erkennen wir, wie wertvoll wir sind. Und so bitte ich dich heute, lies aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1 die Verse 5 bis 25 und sprich mit Jesus darüber, wie du reagiert hast, als du das Eingreifen Gottes in deinem Leben erlebt hast. Eine Gebetserhörung zum Beispiel oder etwas, wo du sagst, da war er mir ganz nah. Warst du stumm? Warst du sprachlos? Warst du außer dir? Auf jeden Fall, wenn du daran denkst und dir fällt etwas ein, dann juble und freue dich im Herrn. Sei gesegnet.